fern von mir. Ich bin ein böser Mensch. Diesen Satz bekam Carola von Anfang an zu hören, als sie in die Beziehung mit ihrem Narzissten ging. Doch sie hat es wohl nicht so ernst genommen, weil wer sagt schon über sich selbst, dass er ein böser Mensch ist? In dieser Podcast-Folge wirst du alles, ich sage dir wirklich alles erfahren, was typisch für eine toxische Beziehung mit einem Narzissten ist. Carola hat alles mitgemacht. Sie hat wirklich sämtliche typischen Anzeichen miterleben müssen, durchmachen müssen. Ganz egal, ob es Triangulation ist, ob es seine Sexsucht war, ob es Erkrankung ihrerseits dann war, die Abhängigkeit. Alles, was du in oder über eine toxische Beziehung erfahren und wissen solltest, findest du wirklich in Carolas Geschichte wieder. Du kannst sehr, sehr gespannt sein. Doch bevor ich nun mit Carola in das Interview gehe, möchte ich dich darüber informieren, dass ich am 28.12. in der Nähe von Gießen ein Tagesretreat machen werde. Und dort werden wir uns das Jahr nochmal rückblickend anschauen und ja, versuchen, ein bisschen Frieden damit zu schließen, etwas zu entgiften und im neuen Jahr dann eine kräftige Ausrichtung für uns entwickeln an diesem Tagesretreat. Und wenn du Lust hast, mit mir persönlich zu arbeiten, mich kennenzulernen und ja, dir einfach noch zum Jahresabschluss oder zum Jahresanfang etwas Gutes tun möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an info@katjademming.com und dann sichere ich dir deinen Platz und du bekommst sämtliche Informationen, die du brauchst, um an diesem Tag, an diesem Tagesretreat teilzunehmen. Ich freue mich sehr, dich ganz persönlich kennenzulernen und womöglich in die Arme zu schließen. So, jetzt geht es aber weiter mit Carola und ihrem schönen Interview und der unfassbaren Geschichte. Viele gute Inspirationen beim Hören. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat hier. Herzlich willkommen, Carola. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Katja. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen bei dir. Dankeschön. Ja, du hast eine sehr, sehr spannende Geschichte mitgebracht und ich würde auch sagen, dass viele klassische narzisstische Anteile in diesem Podcast zu erwarten sind. Und wenn da draußen gerade jemand zuhört, der noch nicht genau weiß, was eine narzisstisch-toxische Beziehung alles beinhaltet, Obacht, hört zu bis zum Schluss, denn da kommt noch der Schocker raus. Was alles in dieser Szenerie einer toxischen Beziehung passieren kann. Carola hat im Vorgespräch gesagt, ja, ehrlicherweise hat er in der ersten Minute bereits angefangen, mich zu gaslighten. Und deshalb müssen wir mit der ersten Minute anfangen, Carola. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, also wir haben uns kennengelernt über ein soziales Netzwerk. Mit einem Kuss-Smiley wurde ich quasi so angeflirtet und habe das dann aufgemacht, sehe das Profil an und war direkt von diesem Bild, also da war nur sein Gesicht. Ich weiß noch genau, dieses Bild, das T-Shirt hat sich alles bei mir eingebrannt und dachte, wow. Also sofort gecatcht und habe dann auch zurückgeschrieben. Dann kam sofort irgendwie was zurück. Also es kam ein reger Schreibkontakt zustande und wir wollten uns dann eigentlich auch gleich treffen. Dann hat er mir aber komischerweise, und da sollte man auch gleich mal drauf achten, erste Red Flag, das Treffen nochmal abgesagt. Und er hat gesagt, mir ist was dazwischen gekommen. Und sage ich, du, kein Problem, dann verschieb mal's, ich gehe aber erstmal in Urlaub. Und dann kam irgendwie am nächsten Tag, du, wir können uns doch noch treffen, ich habe es doch verschoben. Also das sind so Sachen, wo ich sage, okay, im Nachhinein aufpassen. Wenn jemand sowas schon in der Kennenlernphase macht, schwierig. Ja, da sind schon meistens irgendwie ein paar Leichen im Keller, die man vielleicht auch noch zufriedenstellen muss. Ne? Und als du gesagt hast, hier, ich gehe in Urlaub, da hatte er dann doch keine Lust, so lange zu warten, weil er nicht wusste, ob du in der Angel bleibst. Ne? Du hättest ja auch kennenlernen können im Urlaub. Genau. Und dann kamst du dem Treffen. Wir haben uns dann bei mir verabredet, denn zuerst mal hatte er einen Hund, den hat er auch mitgebracht. Da hat er gesagt, komm, lass uns doch erstmal eine Runde spazieren gehen mit dem Hund, damit ich dich mal kennenlerne und wenn es passt, und dann können wir ja bei mir noch einen Kaffee trinken. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind mit dem Hund spazieren gegangen. Dann war er ein bisschen verspätet. Und dann habe ich gesagt, sag mal, bist ein bisschen spät, ne? Und dann sagt er, ja, es tut mir leid, weil ich muss den Hund noch abholen. Ich habe ja gearbeitet. Und sage ich, ja, wo hast du den Hund denn beim Dog-Sitting gehabt? Ah, nee,
Der Hund, der war bei meiner Frau. Und ich, wie, Moment mal, Frau? Ja, ich habe dir doch erzählt, dass ich verheiratet bin. Und Hat das war schon das erste Gaslighting. Und ich war mir dann auch nicht sicher, weil wir haben auch im Vorfeld viel gesprochen, also telefoniert miteinander, wir haben ja Nummern ausgetauscht. Und da war es auch schon so, dass er mich total belagert hat, auch mit seinen Gesprächen. Also da kam von A über Z über X, Y. Ich wusste zum Schluss manchmal gar nicht mehr, über was wir geredet haben. Und dachte ich, naja, vielleicht hat er das tatsächlich erwähnt. Ne? Und das war schon die erste Situation, wo er mich eigentlich gegaslightet hat. Ja. Und der erste Eindruck war dann auch, naja, so ein Grandioser, ne? Also der ist da aufgetreten, ne? Also toller Anzug, schickes Auto, ne? Große Schultern, groß, breit, ne? Charisma. Und ich dachte, wow, ne? Aber irgendwie hat mich auch was abgestoßen. Ich kann es gar nicht richtig greifen, wo ich gedacht habe, irgendwie, irgendwas stört mich, ne? Aber ich bin darüber weggegangen. Und ja, dann ging es halt so weiter, dass er mir erzählt hat, dass er mit seiner Frau zwar noch zusammenlebt, aber sie hat ein Haus und er hat eine Wohnung. Paar Kilometer von mir weg, also wirklich unmittelbar nah. Und ich könnte ja gerne mal vorbeikommen. Und dann habe ich mir das auch mal angeguckt. Und es war tatsächlich so. Also er hatte tatsächlich eine Wohnung, eine große, protzige Wohnung, viel zu groß für jemanden, der alleine wohnt, ach, viel zu teuer. Also muss man sich auch erst mal leisten können. Und ja, und diese Wohnung war auch so, das war wie in der Klinik. Also da war nichts Persönliches. Ne? Also da hast du gar nichts gemerkt von diesem Mensch, dass der da irgendwo anwesend ist. Es war ganz seltsam. Und da hingen auch zwei Konzertkarten, auf die kannst du mich mal am Ende bitte noch hinweisen. Das war das Einzige persönlich, wo ich gedacht habe, ich glaube, es waren Patrick Kelly-Karten. Genau, Patrick Kelly, dachte ich, sag mal, hörst du sowas? Ne? Weil das hat auch irgendwie gar nicht zu ihm gepasst. Ne? Und ja, das ist ja aber ausgefallen wegen Corona. Ne? Und dann haben wir halt geredet über seine Beziehung und so mit seiner Frau. Und er hat gesagt, ja, aber ich meine, das ist ja kein Zustand. Er liebt euch ja nicht mehr. Er sagt, du, ganz ehrlich, wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du dich trennen. So. Und dann hat es natürlich so eine Dynamik angenommen. Weil ich war ja da schon total abhängig, süchtig von dem, die Gespräche, die WhatsApp, ne? Also ständig Kontakt gesucht. Dann kam natürlich der erste körperliche Kontakt, der Sex, der war natürlich, wie es halt so ist mit Narzissten, grandios, ne? Also das war ein Feuerwerk, ja. Und ja, und dann ging das so eine Abwärtsspirale schon. Dann hat er dann gesagt, er wäre zu Hause. Dann bin ich mal vorbeigefahren und gesehen, er ist nicht zu Hause. Dann habe ich ihn angerufen, da ist er nicht ans Telefon. Und dann fängst du ja schon an, dich zu verhalten wie so ein Vollidiot. Ne? Anstatt einfach dich fernzuhalten, fängst du schon an, den zu stalken. Also du beginnst schon, Züge anzunehmen, die dann letztendlich aber er gemacht hat bei mir. Ja? Also das war ganz schrecklich. Ne? Du bist schon voll in dieser Sucht dann. Und dann war eine Situation, er hat ganz viele Nachrichten gelöscht. Also Red Flag 2, wenn jemand Nachrichten löscht bei euch, passt bloß auf. Also geht gar nicht. Ne? Und dann habe ich mir so eine App aufs Handy gemacht, wo man die gelöschten Nachrichten dann wieder machen kann, ne? Also herstellen kann. Und dann hat er, oh, was auch kam, auch in der Anfangsphase, blockieren. Mich blockiert. Mich hat im ganzen Leben noch nie jemand blockiert. Das hat er auch von Anfang an gemacht, also relativ zeitnah, innerhalb von 3, 4 Wochen hat er mich dreimal blockiert. Das war für mich wie, als wäre gestorben. Es war ein ganz schreckliches Gefühl. Also ich war dann, ne? Also es war ganz schlimm. Und dann, Darf ich mal kurz ja. fragen, warum hat er dich denn blockiert? Einfach nur, weil er nicht irgendwo anders auffallen wollte? Oder hattet ihr auch Streit da oder wart in so einer Off-Phase? Ich wollte ihn aus der Reserve locken und deswegen hat er mich blockiert. Also ich wollte ihn dazu bewegen, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich nicht bereit bin, diese Beziehung so fortzuführen. Ah, okay. Und dann ging es so hin und her und bla bla bla. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich hätte ihn gerade und dann hat er mich blockiert. Das heißt, es Ja? war auch so eine Bestrafungstaktik von ihm, oder? Auf jeden Fall, absolut. Es war eine Bestrafung und es hat ja auch funktioniert dann, ne? Weil klar, ich war dann wie vom Kopf gestoßen und ich war auch nicht arbeitsfähig in der Zeit, muss ich sagen. Also ich war, glaube ich, 3 Monate zu Hause krankgeschrieben, die ersten 3 Monate. Ja, weil ich hatte Schlafstörungen direkt. Also es war ganz massive körperliche Symptome, ja. Wie abhängig schon, also es war, kann man sich nicht vorstellen. Und immer wenn wir uns gesehen haben, kam natürlich diese körperliche Nähe dazu, dieser Sex kam dann dazu. Und wir wissen ja alles, was es macht im Gehirn mit den Hormonen dann, ne? Dopamin und Adrenalin und Adrenalin und so weiter. Und irgendwann hat er mir dann ein Bild geschickt von sich und er hat auch sowas, ne? Immer Selfies geschickt, ne? Im Auto fahrend, ne? Vorm Spiegel, Oberkörper frei, ne? Also wahnsinnig viel Selfies, Selbstdarstellung. Und dann hat er mir ein Bild geschickt und auf einmal war das gelöscht und dann kam noch eins.
Und dann habe ich ja diese App gehabt. Und dann gucke ich in diesem Bild und dann sehe ich ihn da oberkörperfrei mit so einem Handtuch vom Spiegel stehen. Und dann denke ich, was stimmt da nicht? Und dann sehe ich, dann hat er den Ehering auf dem einen Bild angehabt, auf dem ersten, wo er mir geschickt hat, hat aber gesehen, scheiße, ich habe mein Ehering an. Und dann hat er noch das gleiche Bild gemacht, aber ohne Ehering. Und dann war es bei mir aus. Dann heißt er, so, und du bist jetzt fertig. Und dann habe ich ihn blockiert. Ne? Dann habe ich ihm erst suggeriert, also ich habe mich voll auf diese Spielschnalle eingelassen dann schon, ne, mit ihm. Hab dann erst gesagt, okay, wir treffen uns und bin dann aber nicht erschienen. Und habe dann ihn blockiert quasi. Ne? Also habe ihn komplett blockiert, habe ihm geschrieben, habe ihm das Bild mit dem Ehering geschickt, ne? Und habe gesagt, was er für ein schrecklicher Mensch ist und er soll mich bloß in Ruhe lassen und ich will, dass er sich nie wieder bei mir meldet. Ja, und dann ging es erst richtig los. Dann wurde ich hier bombardiert mit Anrufen, Briefen. Dann irgendwann stand er bei mir, wäre ich morgens um 7, klopfte an den Rollladen, stand er bei mir im Garten, ne? Morgens um 7. Ja? Dann Anrufe mit irgendwelchen Fake-Nummern. Ich habe nicht geschlafen, ich schlafe schon nächtelang nicht und ich kann nicht ohne dich und ich sterbe ohne dich und ne, ich weiß gar nicht, was ich machen soll ohne dich und ich habe so Schmerzen ohne dich und es geht nicht mehr weiter und überhaupt. Ne? Und so war das dann hin und her. Und irgendwann hat er geklingelt bei mir und ich war zu Hause und dann bin ich hoch und dann sage ich, was ist denn jetzt? Und dann lag der wirklich, dieser 2 Meter Mann lag vor mir auf dem Boden, und es war ja Winter, es war kalt, ne, und hat so geweint, hat sich an meinem Fuß festgehalten. Und da bin ich wieder weich geworden. Bin ich wieder weich geworden. Und ja, und dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, wir müssen gucken, das war, ach so, Flying Monkeys hat man natürlich auch. Also während dieser Phase, wo ich mich abgeschottet hat mich eine Frau angeschrieben. Eine Frau natürlich, was sonst? Ja, Carola, ich bin die und die, ich bin eine gute Freundin von Björn und ich muss dir sagen, bitte, bitte melde dich bei ihm, weil der kann sonst nicht abschließen. Du musst nur einmal sagen, dass du ihn nicht möchtest und dann kann er auch abschließen, aber der ist so fertig, ne? Also Flying Monkeys hatte ich auch, ja. Und ja, und dann, wie gesagt, dann bin ich weich geworden und dann habe ich ihm aber das Ultimatum gestellt und habe gesagt, hör zu, du musst dich scheiden lassen, das ist mal das Erste. Du musst eine Therapie machen, ne? Weil ohne Therapie geht es nicht, so wie du dich verhältst. Also man muss dazu sagen, es waren auch Situationen. Einmal, da war auch wieder so eine Off-Phase und da hat er mich auch mit einer Fake-Nummer angerufen. Ich bin dran, hat er geweint. Ich springe jetzt vom Balkon. Und dann bin ich hingefahren nach Speyer, dann kam ich dorthin, dann saß der da in der Küche, da war so ein Berg voll, eine Tüte mit Drogen, also mit Kokain, ja. 100-Euro-Scheine überall, also du hast gesehen, Alkoholflaschen, leere Wodkaflaschen, leere Ginflaschen, also du hast gesehen, da war ein Gelage ohne Ende, ja. Film. Ja, wie im Film, wirklich wie im Film. Und ja, er hatte halt diese, was sie ja auch gerne haben, diese Depressionen, Störungen einfach, ne? Dieses Auf und Ab, ne? Weil die Frau ist ihm natürlich auch irgendwann weggebrochen, wahrscheinlich dann, weil die hat das ja auch mitbekommen. Also die kommen ja dann in so einen Tief rein, ne? Und ja, und wie gesagt, und dann heißt er, du musst eine Therapie machen auf jeden Fall, ansonsten geht es nicht weiter. Ja, dann hat er eine Therapie gemacht. Dann war er 3 Mal bei der Therapie. Und jedes Mal, wenn er von der Therapie war, war er total gelöst. Ach Gott, es ist so toll mit der Frau, die versteht mich so gut. Und ach Gott, und ich mache jetzt das und das und schreibe das auf. Und hat sich ein Tagebuch gekauft und ich dachte, wow, ne, toll. So. Nach dem dritten Mal kam er dann, ich so total frustriert, ich so, was ist denn jetzt los, ne? Ja, wir haben uns gestritten. Ich so, wie, ihr habt euch gestritten? Um was ging es denn? Naja, die wollte, dass ich die Maske da anziehe im Gang und das habe ich nicht gewollt, ne? Da waren ja noch Regelmaßnahmen und so, ne? Und er war ja total anti auch und so. Und ja, und da sehe ich gar nicht ein, wie die mit mir redet und überhaupt, na, also, beruhige dich doch mal, aber da war nichts zu beruhigen, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er ist dann nicht mehr dorthin, ne? Hat sich dann noch Wen mit der wundert's? Rechnung. Ja, wen wundert's, hat sich dann noch mit der Rechnung gestritten, also massivst, ne? Wollte dann nicht bezahlen, es ging hin und her. Naja, auf jeden Fall war das dann kein Thema mehr, also generell kein Thema mehr. Dann kam aber das nächste Thema, dass ja seine Firma, bei der er gearbeitet hat, quasi bankrott ging und er quasi kein Geld mehr hatte. Und er hat damals, also bevor er das gemacht hat, diese IT-Geschichte, war als Koch tätig. Und dann hat er wieder so diesen Mietkoch gemacht, ne? Und da hat er richtig viel Geld verlangt als selbstständiger Koch, ne?
Weil er muss da irgendwie klarkommen, ne? Also er muss da diesen Lifestyle, also teure Klamotten, Jogginganzug für 700 Euro, Gürtel für 500 Euro, diese riesen Wohnung, ich weiß es, hat über 2000 Euro kalt gekostet. Ja, das muss er erst mal beibringen, ne? Fette Karre, alles nichts bezahlt, ja. Und ja, und dann war es halt so, dass er halt wirklich massiv arbeiten musste, also ranklotzen musste als Koch, wobei ich sagen muss, ein Schaffer vom Herrn, also begnadet. Aber auch da, ich war ein paar Mal dabei bei der Arbeit, weil er hat mich quasi mitvermietet. Dann hat er auch noch Kohle kassiert. Ne? Und der kam in den Raum, werde ich nie vergessen, alte Oper Frankfurt, Presseball oder irgendwas. Ne? Also der hat ja auch nur exklusive Sachen gemacht. Der hat nicht in der Kantine gearbeitet, sondern nur, wo Geld zu holen war und so weiter. Ne? Die haben den alle gegrüßt. Alle. Der ist da rumgelaufen, der hat zum Schluss gar nichts mehr gemacht. Der hat nicht gekocht, der hat nur noch delegiert. Und es war immer so. Der ist irgendwo hingekommen, da hat er dreimal, viermal was gemacht, da hat er die ganze Küche im Griff gehabt und dann hat er nur noch delegiert und alles nach seiner Pfeife getanzt. Und ich so, ich sag mal, kennst du die alle? Das war irre. Das kannst du dir nicht vorstellen, was der für eine Macht gehabt hat über Menschen. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wirklich nicht. Wahnsinn, ja. Ja, was gab es in der Beziehung? Es gab massive Abwertungen meinerseits, also er war ein bisschen jünger, da kamen dann so Sprüche, wenn wir uns gestritten haben, ja, wer bin ich schon so eine alte Fotze? Ne? Oder, naja, du mit deinem Dialekt, das ist ja eh, ne? Also das geht ja gar nicht normalerweise. Ne? Da lasse ich mich ja gar nicht drauf ein, das mag ich eigentlich, stehe ich gar nicht drauf, ja. Oder dann auch, wollte er ja immer, dass ich bei ihm einziehe, ne? Also, und ich habe selber Eigentum, also ein Eigentum verpflichtet halt auch mal ein bisschen und ich war auch nicht bereit, weil es einfach schon von Anfang an so komisch war. Und dann hat er immer gesagt, ja, und du, dein scheiß Garten und so, das interessiert mich ja alles nicht. Das steht da zwischen uns. Ne? Also auch immer so eine Eifersucht auf unnötige Dinge, wie auch zum Beispiel, immer hatte ich ein Profilbild mit meinem Sohn. Ich habe einen großen Sohn, einen Erwachsenen, ja, der ist schon außer Haus. Da waren wir unterwegs, da habe ich ein Profilbild reingemacht. Da war der, komisch, guck mal, was ist denn jetzt? Ja, ich habe dein Profilbild gesehen mit deinem Sohn. Und sag ich, ja und? Das ist mein Sohn. Ja, ich war irgendwie eifersüchtig, ich weiß auch nicht. Ne? Und Eifersucht war sowieso ein Thema. Also wenn ich alleine weg war, ich war das erste Mal, weiß ich noch, weg mit einer Freundin auf einer Weinkerbe. Und da hat er schon gesagt, naja, guck, dass es nicht so spät wird vielleicht und so, ne, dass ich mir keine Sorgen mache. Ne? Und ich stand auf diesem Weinfest mit dem Handy in der Hand. Ich hatte keinen Spaß, weil ich dauernd geguckt habe, da kamen natürlich auch Nachrichten, ne? Wie geht's, wo bist du, wann, ne? Alles in Ordnung. Ne? Und eigentlich, ganz ehrlich, ich wäre auch viel gern länger geblieben. Aber ich musste ja nach Hause, weil ich wusste ja, der kommt um 10 nach Hause. Und wir waren ja dann verabredet. Ich dachte, naja, ne, beweis ihm doch mal, dass er dir vertrauen kann. Also ich war so in der Beweispflicht auch. Beweis ihm doch mal, dass er mir vertrauen kann und sei pünktlich. So, jetzt war es aber dann tatsächlich so, dass ich eine Viertelstunde später war und habe noch Mohrenköpfe sogar gekauft für uns und habe das Handy nicht gehört, weil es war so laut. Da hat er angerufen schon. Dann rufe ich zurück, dann schreit er mich an, was mir einfallen würde und was für eine Schlampe ich wäre. Und klar, ne, das erste Mal weg und gleich so eine Hure wäre ich und was weiß ich. Ne? Und dann, also es war ganz schrecklich. Und so war das jedes Mal, wenn ich weg war. Also jedes Mal, wenn ich weg war, wurde mir unterstellt, dass ich fremd gehe, dass ich mit anderen Männern bin. Ja, ein Beispiel, Geburtstag von meinem Bruder zum Beispiel. Er hat gearbeitet, er konnte ja gar nicht mit. Und da waren Kumpels von ihm aus Köln und habe ich auch erzählt, da kam ich heim, dann war der schon wieder so gekippt. Also das Gesicht war einfach, da war nichts, keine Freude, der war am Handy, übrigens Handy extrem, nur am Handy die ganze Zeit. Handy und der verwachsen miteinander. So, und dann hat er die ganze Zeit da rumgetippt und so und dann sage ich, was ist denn los mit dir? Naja, und wie viele Telefonnummern hast du denn gekriegt? Hat dein Bruder dich verkuppelt oder was mit denen? Ne? Hast du dich anmachen lassen? Ne? Und dann warst du auch schon wieder im Rechtfertigungsmodus. Du hast dich zum Schluss gar nicht getraut, mir was zu sagen. Du hast teilweise gelogen, du hast also Ausreden erfunden, du hast Sachen einfach nicht mehr mitgeteilt, weil es einfach zu anstrengend war, weil du Angst hattest, immer wieder, ne, quasi beschimpft, beleidigt zu werden. Ja? Ich hatte eine Situation, da wurde ich, also bei mir hat sich beruflich wahnsinnig viel auch verändert in dieser Zeit zum Positiven. Und da musste ich aber auch reisen. Und die erste Reise war sehr kurzfristig. Und da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, wie erkläre ich das denn jetzt? Um Gottes Willen. Und dann habe ich ihm dann gesagt, und da ist der komplett ausgeflippt. Ja, was mir einfallen würde, ich müsste auf den Hund aufpassen. Wo soll er denn jetzt den Hund unterbringen? Naja, da muss er ja die Eva fragen, also seine Frau. Da muss ich ja meine Frau jetzt wieder fragen, ne? Meine Frau, ja? Ich meine,
Allein das schon, also Triangulation, die war die ganze Zeit, war die bei uns, ne? Also während der Beziehung komplett einmal durch, ja. Und ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie organisiere ich mich denn und überhaupt und bla bla bla. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann gefahren. Und dann waren wir da in so einer, Gott, in so einer Hecke, ne? Also wirklich irgendwo, da hast du echt kein Handyempfang mehr, haben wir Hotspot, haben wir kommuniziert im WLAN. Und das habe ich ihm auch gesagt, er sagt, du, ich bin schlecht zu erreichen. Ich habe ihm da schon vorgewarnt. Dann hat er abends angerufen um 10, 10:30 oder was und hat mich tatsächlich nicht erreicht. Irgendwann bin ich dann da raus, weil ich dachte, ich muss jetzt mal gucken, ob der anruft. Ich war ja schon so angespannt, ich muss mal gucken, um Gottes Willen, wenn der anruft, dann kann ich nicht erreichen, ne? Und so war's. Ich den angerufen, da hat er mich beschimpft. Ich habe ein Video dann von mir gemacht dann danach. Der hat mich beleidigt. Der hat gesagt, ja, lässt sich von allen durchficken jetzt dort, ne? Und das sind ja immer Männer und da waren auch viele Männer, Betriebsratsarbeit, ne? Er lässt sich jetzt von jedem durchrammeln und so. Naja, so eine bist du, aber weißt du was, ne? Und außerdem habe ich geguckt, das ist ja nur 45 Minuten weit weg von uns. Der hättest ja auch heim können abends, jeden Abend, ne? Und weißt du was, ich mache jetzt das Gleiche. Ja, da hast du die Schuld auch direkt gekriegt, ne? Weil er konnte gar nicht mehr anders. Wenn du so bist, muss er das natürlich auch machen, der arme Kerl. Falls das nicht schon vorher gemacht hat und seine Ängste und Eifersucht nur Projektion waren, ne? Richtig, genau. Mit Sicherheit hat er das gemacht. Weil ganz am Anfang, wie gesagt, die ersten 4, 6 Wochen waren ja die Hölle. Das war ja irre. Da hat er mir, weil ich ihn ja versucht habe, immer wieder dazu bekommen, sich zu reflektieren, drüber nachzudenken. Das wollte er aber unbedingt vermeiden. Dann hat er mir tatsächlich Bilder geschickt von Chats mit irgendwelchen Frauen. Und er hat gesagt, guck mal, die habe ich alle für dich liegen lassen, die letzten Wochen. Die habe ich alle für dich liegen lassen. Ne? Ja, so Sachen. Ja? Ne? Und das hat mir natürlich das Herz zerrissen, weil eigentlich hat er mir was ganz anderes propagiert. Er hat ja dann nach 4 Wochen oder im März war das, im März, also es war nach 3 Monaten, da hatten wir Anfang März, da hatten wir auch wieder so eine ganz schwierige Phase. Und dann sagt er zu mir, naja, du musst ja mal verstehen, wir sind ja Dualseelen. Ah, okay, das Thema. Genau, und ich dachte, was sind Dualseelen? Ich habe das Wort noch nie gehört, ne? Und dann hat er mir natürlich noch einen Text dazu zum Google, bla 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 bla. Ne? Und ich habe angefangen zu weinen. Ich so, ach Gott, das ist ja tatsächlich so, um Gottes Willen, ne? Und ach Gott, ja, und jetzt muss ich da durch und so, ne? Und dann sagt er, ja, aber die Belohnung ist ja dann, ne, ewige Liebe, bedingungslose Liebe und bla bla bla. Ne? Also ich war dann seine Vielleicht Dualseele. Da an der Stelle mal kurz erklären, was eine Dualseele ist. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas falsch sage, aber letztendlich sind es Seelen, die sich versprochen wurden, die sehr miteinander kämpfen, um ihre Aufgaben und karmatischen Verstrickungen aufzuarbeiten. Das sind Beziehungen, die sehr, sehr leidend und herausfordernd sind, aber am Ende wird man mit einer unfassbar hundertprozentigen tiefen Liebe belohnt. Ist das so richtig? Genau. Ja, genau, so kann man es nennen. Genau, richtig. Also das entschuldigt quasi dieses ganze Leid vorher, ne? Aber die Belohnung ist dann quasi wie im Paradies. Ne? So. Und ich habe das denn geglaubt. Ich habe das denn geglaubt einfach. Ja? Also ich war ja schon so verwirrt durch dieses On-Off, durch dieses Her-Weg. Ne? Ich war ja total abhängig schon. Ne? Also, ja. Und es waren immer wieder Abwertungen. Ein Beispiel, ganz schlimm, waren Urlaube. Oh Gott. Ganz, also außer der erste Urlaub, der war ja fantastisch. Wobei man dazu sagen muss, ich habe ihm das Geld geliehen, damit er überhaupt in Urlaub gehen konnte. Muss man auch mal sagen. Der Herr Großprotz, ne? Da war ja nichts echt. Nicht mal die Muskelberge waren echt. Irgendwann kam er zu mir und sagt zu mir, ja, ich will ja keine Geheimnisse von dir haben, ne? Aber ich zeig dir mal was, ne? Dann hat er so Spritzen raus. Und sag ich, was ist denn das? Naja, Anabolika, ne? Hat er sich gespritzt. Jetzt weiß man natürlich, wenn man Anabolika spritzt, Testosteron, kriegst du ja Östrogene ohne Ende. Dann hat er ja komplett durchgedreht. Der hat mich manchmal angerufen, Katja, von der Arbeit im Hotel, da hat er im Hotel gejobbt, das war die Anfänge von seiner Kochzeit dann in so einem exklusiven Hotel, weinend, heulend. Ich kann nicht mehr weg, weil ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich habe so Angst, ich verliere dich. Ich werde verrückt, ich habe Angst, ich verliere dich. Und ich will, dass du die Frau meiner Kinder wirst und ich will dich heiraten. War das so ein Scheiß? Ne? Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Ich war mitten in der Fußgängerzone, ich wusste gar nicht. Ne? Also so viel Druck auch auf mich ausgeübt. Ja? Also es war die Hölle. Und gleichzeitig auch gefordert, so nach dem Motto, naja, also bitte, du musst auch mal dein Zeitmanagement überdenken mit deinem Sport und so. Ne? Kannst du machen, aber bitte, ne? Wenn ich daheim bin und so, ich möchte schon Quality Time haben dann. Ne? Also, und dann möchte ich auch nicht, dass du telefonierst mit deinen Freunden, weil ich habe keine Lust, dann abends noch Probleme anzuhören von irgendwelchen Leuten. Ne? Und das war auch immer so ein Thema, wenn ich telefoniert habe mit meiner Freundin. Das Gesicht runter,
eises Kälte auf einmal im Raum, also ganz krass spürbar, eiskalter Blick, ne? Also es war unheimlich, es war teilweise echt gruselig. Meine Freundin hat es auch sofort wahrgenommen, als sie das erste Mal gesehen hat, sagt Carola, die Luft hat sich verändert. Es war eiskalt, als sie den Raum betreten hat. Es war ganz gruselig, wirklich. Also es war unheimlich. Und auch später, gegen Ende der Beziehung, war ich ja nur noch ein Schatten meiner selbst. Ja, Es wollte ging ja dann. gerade sein, wie war das denn dann gegen Ende? Gegen Ende war es so, dass ich total abhängig war. Er aber total sich schon entfernt hatte von mir, weil er hatte mir dann das, was er gebraucht hatte. Er kam von mir, er hat keine Zufuhr von mir bekommen, weil ich so leer war. Ich war leer wie Lehrer. Lehrer kannst du es dir gar nicht vorstellen. Ich konnte nichts mehr essen. Ich konnte nicht mehr denken. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nur noch Angst gehabt. Was mache ich, wenn der heimkommt? Bloß nicht sitzen, irgendwas machen, so tun, als ob. Ja, also dieser Druck, den der auf mich ausgelöst hat, dann auch. Diese ganze sexuelle Geschichte, das wurde ja auch ganz schrecklich dann zum Schluss. Das war ja wie ein Porno, ne? Also Porno ist auch ein großes Thema bei ihm. Also generell, der Sex war im Prinzip im Nachhinein einfach nur eine Abfolge von Stellungen und von Befriedigung seinerseits. Und er hatte auch Erektionsprobleme, insofern, dass er nicht kommen konnte. Ja? Was natürlich auch daran liegt, dass er ganz viel Pornos auch geschaut hat. Ich habe ihn einmal erwischt, als ich früher nach Hause kam, da stand er nackt vom PC. Ja? Und ich glaube auch, dass er im Prinzip ein verkappter Schwuler ist, muss ich wirklich sagen. Weil, Achtung, irgendwann mal, so mitten in der Beziehung, kam auf einmal ein Dildo ins Spiel. Und dieser Dildo, der war ziemlich groß. Und dann sage ich, okay, ist der jetzt für mich? Ne? Und dann sagt er, nee, der ist für mich. Und da hat mir aber auch mal, da habe ich erstmal Klappe runter und dann dachte ich, okay, hoppla und so. Und dann haben wir drüber, also können wir darüber reden. Und dann hat er auch erzählt, dass er auch diese Neigungen hat, ja, dass er sich da selbst befriedigt mit mich, sich selbst befriedigt damit. Und da war auch wieder die Ex dann im Spiel, die konnte damit gar nicht umgehen, ne? Also die hat da ein Problem mit gehabt. Und dann hätte er sich wohl auch mal ein Transvestit geholt, ne? Um das mal auszutesten. Also, aber das wäre ja nicht so seins, ne? Aber ich habe ihm das irgendwie nie so richtig abgenommen, weil ich habe gesagt, du ganz ehrlich, wenn du diese Neigung hast, dann musst du die auch leben, weil ansonsten wirst du ja niemals glücklich, ne? Also, ne? Also meine Neigung ist es jetzt nicht, ne? Aber, ne? Ja, aber wie gesagt, auch dieses Sexuelle hat sich ja komplett verwandelt, also von Leidenschaft in einfach nur benutzt werden, Befriedigung, zur Verfügung stehen und auch wenn ich es nicht wollte. War es dann trotzdem so, dann wurde ich abgewertet. Ne? Ah ja, wenn du in die Sauna gehst, machst du ja auch die Beine breit. Und So. das ist ja auch ein Stück weit das, was sich nicht nur auf sexueller Ebene ergibt in solchen Beziehungen, ne? Am Anfang ist es sehr gebend, sehr, sehr leidenschaftlich, wobei der Teil bei euch noch relativ klein war. Und am Ende, ne, wo er dich ja ehrlicherweise missbraucht hat, ne, nur noch da seine Gelüste leben zu dürfen und eben nicht nur auf sexueller Ebene, sondern auch schon in allen anderen Ebenen auch. Du hast nur noch ihm zu dienen, du hast nur noch ihn zu befriedigen, du hast nur noch für ihn da zu sein und alles so zu machen, damit es ihm gut geht. Ja. Ja, das war tatsächlich so. Es war tatsächlich so und so habe ich mich dann letztendlich auch gefühlt. Und wenn wir dann mal zusammen waren, also ich erinnere mich auch nur an eine Situation, da waren wir essen. Es war relativ am Anfang beim Italiener und dann sagt der Italiener, ah ja, es ist noch ganz frisch bei euch, gell? Ich so, ja, total happy und bling, 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 ne? Und dann sagt der Italiener zu ihm, naja, aber schauen Sie sich mal um, Sie sitzen ja mit der schönsten Frau im ganzen Restaurant, ne? Und ich, oh, das ging mir natürlich runter. Ne, wie Öl. Und dann sind wir rausgelaufen, dann war der auch so. Sag ich, was ist denn mit dir? Und dann sagt er, naja, der Typ, sag ich ja, was, das war doch schön, da hat er ja ein Kompliment gemacht, ne? Ah ja, so eine bist du, ne? Da kommt so ein kleiner schmierischer Italiener und schon, ne? Und schon bist du weg, ne? So, ne? Also, aber umgekehrt hat er die Frauen angeflirtet ohne Ende, wenn ich dabei war, ne? Also, massiv, massiv. Und dann hat er gesagt, hinterher, nö. Stimmt, ich habe da nicht hinterher geguckt. Wir waren einmal, haben wir Nachbarn getroffen von uns, waren wir unterwegs mit dem Hund und dann kam eine Frau ihm entgegen und dann hat er geredet und hat die Frau angeguckt, aber fragt nach Sonnenschein. So, die ganze Zeit weitergeht. Die Nachbarn haben mich dann irgendwann angeguckt, so, hast schon gemerkt, betretenes Schweigen, ne? Ich wusste gar nicht mal was. Und dann waren die weg und ich sag mal, hast du die Frau gekannt? Nö. Ich so, ja, aber wieso guckst du denn da hinterher? Sag mal, geht's noch? Ich stehe daneben dran. Nee, ich habe da nicht hinterher geguckt.
Da hat er das so lange behauptet, bis ich gesagt habe, okay, ich habe mich zum Schluss noch entschuldigt, weil wir, dann haben wir ein Riesentheater gehabt deswegen und ich habe mich entschuldigt. Ne? Also Schuldumkehr im Prinzip, das war Immer, ne? Ja, es sind wirklich Standard. alle klassischen Beispiele drin und ich denke, du wirst auch noch viele, viele erzählen können. Dennoch, lass uns doch noch mal bitte da mit reinhören. Was ist passiert, dass du gesagt hast, okay, und jetzt reicht's, jetzt steige ich aus? Also, es war ja dann so, gegen Ende der Beziehung hat sich was verändert. Also, wir hatten einmal eine körperliche Auseinandersetzung, da wird es körperlich. Und es war im Dezember, es war sehr kalt. Und morgens war wieder diese Eiseskälte, dieses Silent Treatment hat er mit mir ganz oft gemacht. Und das war das, was mich so fertig gemacht hat. Weil das ist mein Thema, ja. Mein persönliches Thema. Und das hat er komplett ausgespielt. Er hat mich oft leiden lassen, stundenlang. Ich habe stundenlang geweint und er hat neben dran gesessen, hat zugeguckt. Und er hat gegrinst, Katja, ich schwöre dir, der hat gegrinst dabei. Ja, und ich komme da gar nicht mehr raus. Und dann hat er gesagt, jetzt komm endlich mal da raus und so, jetzt hör mal auf und so, ne, stell dich mal nicht so an. Ne? Und ich kam da einfach nicht raus. Und da war eine Situation, er hatte mal wieder so einen Stress. Und dann war's, hat sich aber verändert, weil er hatte da schon eine andere. Da hat er schon die Nächste am Start gehabt damals, ne? Im Dezember, gegen Ende war das schon so. Da hat er schon irgendwie eine andere gehabt. Und da war der so abwesend, das hast du gemerkt. Ne? Und dann stand er wieder morgens am Handy und dann dachte ich, na, jetzt bin ich auch mal ruhig. Da war nur noch Stille dann zwischen uns. Und irgendwann sagt er zu mir so, mir reicht's jetzt. Und ich so, was reicht dir denn? Ja, deine Laune, du hast dich jetzt genug hier aufgewärmt, ne, bei mir, du kannst jetzt mal abhauen und so weiter. Ne? Und hab gesagt, weißt du was? Mir reicht's auch, ich gehe. So. Und ich hatte einfach nur kurze Hosen an, es war Winter. Und dann bin ich auf dem Balkon, wollte was rausholen, dann macht er die Balkontür zu. Es war eiskalt. Und stand da barfuß, nackt und überhaupt, ne? Und dann habe ich gesagt, mach, lass mich rein, hab ich mit den Händen an die Scheibe und dann hat er mich rein gesagt, bist du verrückt, guck mal, wie du durchdrehst, ne? Und du bist ja total bescheuert, guck doch mal, wie du abgehst, ne? Und dann sehe ich, dass er an meinem Schlüssel ist, an meinem Schlüsselbund. Sag ich, was machst du denn da? Ah, ich nehme dir den Schlüssel von der Wohnung ab. Dann hat er mir den Wohnungsschlüssel abgenommen. Dann habe ich gesagt, okay, du kannst den Schlüssel haben, aber dann gibst du mir den Wohnungsschlüssel von meiner Wohnung auch. Nö, das mache ich nicht. Das macht er nicht. Schlüsselthema war übrigens, ach, wie oft wir Schlüssel ausgetauscht haben, fragt ihn nach so einem Schein. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, und ich gehe hier nicht raus, bevor du mir mein Haustürschlüssel gibst. Ganz einfach. Nö, er gibt mir den Schlüssel nicht. Und dann bin ich durchgedreht. Dann bin ich in sein Arbeitszimmer und heißt er, okay, dann schlage ich dir jetzt hier alles kaputt. Und dann habe ich, da war so eine Tüte mit so Leergut, ne? Da habe ich das Leergut genommen, also es waren aber Plastikflaschen, keine Glasflaschen, habe das so da reingeworfen, es hat halt gescheppert, aber es ist ja nichts kaputt gegangen. Und dann kam er auf einmal, hey, jetzt auf, und dann hat er mich so gepackt an den Oberarm und an die Wand gedrückt. Und dann hat er gesagt, hopp, schlag doch, das ist doch das, was du willst, ne? Und dann habe ich ihn angeschrien, irgendwann hat er losgelassen, dann habe ich mich angezogen, dann hat er mir meinen Schlüssel gegeben, dann ist er runter, dann bin ich fertig gemacht, bin gegangen. Und dann hat er mich beim Runterlaufen, hat er mich noch am Bein festgehalten. Dann wollte er mich wieder nicht gehen lassen. Ne? Also das saß dieser Mensch dann wieder auf der Treppe. Bleib, bitte bleib. Also es war ganz schrecklich. Ich bin dann aber gegangen. Ich war so froh. Und dann hat sich aber was verändert, weil da kam kein Hoovering mehr. Und dann bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Ne? Weil klar, du bist ja abhängig, du bist süchtig. Und dann habe ich gedacht, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Und dann war ja aber ein Konzert, wir hatten ja Konzerttickets, ne? Wir Jetzt hatten nämlich kommen die dann auch Konzertkarten. Jetzt sind Konzerttickets, wir genau, gespannt. richtig, ja, genau. Und wir hatten ein Konzert in Berlin und das Hotel war auch schon gebucht und so weiter. Und die Konzertkarten waren aber bei ihm. Die hingen auch an der gleichen Pinnwand, als die Konzertkarten da hingen. Also die waren ja von einer anderen Frau, also quasi von meiner Vorgängerin. Darauf will ich eigentlich auch hinaus, ja, Okay. ne? Ja. So, und jetzt hingen die ja da dran, die Konzertkarten. Die hingen ja wieder an dieser Pinnwand. Jetzt habe ich mir aber im Internet für mich eine Karte besorgt und bin nach Berlin gefahren. So, jetzt war die Corona in Berlin, ganz allein shoppen, bla bla, irgendwie war es doch doof. Und dann ging es los. Er wusste ja, dass der Tag kam. Dann hat er mich bombardiert, auf einmal aus dem Nichts, mit WhatsApp, mit Nachrichten, mit Anrufen, Bilder geschickt vom Koffer, vom Hund. Guck mal, wir sind schon bereit, wir fahren doch jetzt nach Berlin und wir haben uns doch alle so gefreut und bla 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 und bitte und ah und überhaupt und denk doch mal darüber nach. Was macht die Corona natürlich? Abends im Hotel, ein Prosecco. Das wäre schon schön, wenn er jetzt da wäre. Ne? Weihnachtliche Stimmung, alles wunderbar. Ne? Ich habe mal angerufen. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat Gekommen. sich der hat sich ins Auto gesetzt und hat 4 Stunden mit mir telefoniert und ist nach Berlin gefahren. Großes Kino. Ne? Großes Kino. Und dann war er da.
Und dann war wieder irgendwie alles scheiße. Also, ne, das will ich eigentlich damit sagen. Ja, also es war dann, wir waren dann auf diesem Konzert zwar, ne, aber es war dann letztendlich auch wieder nicht gut. Es war einfach, ne, aber ich will damit sagen, was sie bereit sind zu tun, um dich wieder zurückzubekommen. Der fährt nach Berlin, einfach mal so, ne? Ja. Und ja, wie gesagt, und dann hat sich was verändert, weil es wurde dann irgendwie ruhiger. Er hat dann auch keine Lust mehr gehabt auf Sex. Das war natürlich auch total ungewöhnlich. Und da war mir eigentlich schon fast klar, ne? Dann kam ja Weihnachten, das war auch so lieblos alles, war nicht wirklich schön. Und zu Weihnachten, da wollte ich wissen, was ich mir wünsche, sage ich, ich bräuchte eigentlich mal eine neue Tasche. Und ich bin niemand, der auf Luxus steht oder irgendwas. Ich habe gesagt, du, was ganz Einfaches, so mit Wanzen am besten irgendwas, ne? Da hat er mir eine Louis Vuitton gekauft. Ne? Ich war ein bisschen überfordert damit, ne? Aber okay, ne? Mein Gott. Ne? So. War ganz stolz drauf und so und wie toll er das ja gemacht hat und so weiter. Und dann kam Silvester, das war auch ganz schrecklich. Also wir haben ja auch nur allein gefeiert. Er hatte keine Freunde. Es war nie, es war einmal ein Kumpel von ihm da, den kennt er von der Schulzeit. Der hatte keine Freunde, der hatte keine Familie, der hat mit jedem Stress gehabt. Also auch noch so eine Red Flag, wenn jemand wirklich niemand hat. Ne? Also ganz wichtig, darauf achten einfach. Und wir haben dann Silvester allein gefeiert, weil meine Freundin wollte auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Die hat gesagt, du, ganz ehrlich, wir hatten uns zwar eingeladen, aber die gesagt, wir wollen dann nichts mehr zu tun haben. Ich sehe dich, wie du bist gar nicht mehr du selbst, du bist ein Schatten deiner selbst. Ich weiß, was der alles mit dir macht, was er mit dir gemacht hat. Ne? Ich bin da raus. Und auch um mich zu schützen, hat sie gesagt. Ne? Und ja, und dann, wie gesagt, dann habe ich auch mehr Reisetätigkeit gehabt und dann wurde es auch ruhig. Das hat mich auch gewundert. Da hat er immer angerufen, kontrolliert. Da hat er schon die nächste, die war schon am Start. Ja. Und dann war es so, da hat man auch wieder ein Off und dann habe ich auch gesagt, so jetzt brauche ich einfach mal Zeit für mich und auch mit dem Job. Das hat mich sehr gefordert und war da fokussiert und es war aber sehr ruhig. Das hat mich schon wieder so verrückt gemacht. Ich dachte, oh Gott, ich werde noch wahnsinnig. Ne? Warum melde das ich nicht? Und ach, das stimmt doch irgendwas nicht. Und, ne? Und dann war es so, dann hat er über meinen Bruder versucht. Hat er meinen Bruder angerufen. Er hat gesagt, sag mal, die Carola, die zieht sich immer mehr zurück und so. Und ach, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe ja auch meine Dämonen, aber die Carola hat ja auch ihre Dämonen. Also hat er noch versucht, mich so ein bisschen bei ihm, ne? Und kannst du nicht mal mit ihr reden und so weiter. Und mein Bruder hat mich dann angerufen und gesagt, ah, sag mal, der Björn ruft mich an, der ist ja total fertig wegen dir und so, ne? Und der macht sich voll Sorgen um dich, du kämst nicht klar und so weiter ohne ihn, ne? Und was ist denn da los bei euch? Und mein Bruder wusste davon nichts, weil ich habe das dem gar nicht gesagt, ne? Und dann habe ich ihm das mal erzählt, da habe ich gesagt, toxisch, weißt du, was das ist? Sagt er, ja, aber der ist 17 Jahre in der Beziehung, der kennt es gar nicht, ne? Und dann sagt er, naja, das hört sich jetzt aber schon nicht so gut an, sage ich, ja eben. Und wenn er dich jetzt anrufen versucht, dann über dich an mich ranzukommen, bin ich auch nicht so gut. Dann sagt er, naja, ich habe ihn jetzt aber zu meinem Geburtstag eingeladen. Und da sage ich, okay. Und dann hat er aber, sagt er, ja, der arbeitet sowieso, aber er hat gesagt, er kommt dann nach der Arbeit vorbei. Und so war es dann auch. Dann ist er nach der Arbeit vorbeigekommen. Und es war das erste Mal seit langem, wo wir uns dann wieder gesehen haben. Und für mich war es ganz merkwürdig. Weil eigentlich kam er ja auch nur vorbei, um zu gucken, wer ist denn da noch an dem Geburtstag. Ne? Sind da irgendwelche Männer und so weiter. Ne? Hat er auch gleich abgecheckt, habe ich sofort gesehen. Und dann kam er und dann hat er gemeint, komm mal her, setz dich mal zu mir, wie so ein Hund. Ne? Ich habe es auch gemacht, habe mich dann zu ihm gesetzt und es war irgendwie ach, total eklig. Und dann sagt er, ah, kommst du dann noch, wenn du dann, kommst du dann noch zu mir, wenn du fertig bist, sage ich, nee, du, ich schlafe hier. Habe ich dann auch gemacht. Und da war schon für ihn so, ne? Und dann hat er gesagt, naja, aber dann gehen wir morgen spazieren, oder? Mit dem Hund, sage ich, ja, morgen gehen wir spazieren, dann können wir mal in Ruhe reden. Ne? So, okay. Und dann habe ich dann am nächsten Tag mit meiner Schwägerin darüber geredet und die ist so ein bisschen coachingmäßig auch unterwegs, die kennt sich da auch ein bisschen aus. Und dann hat die zu mir gesagt, du, ganz ehrlich, was du mir erzählst, ist der Obernarzisst, das ist sogar ein Maligner, also dunkle Triade und so weiter. Ich würde mal ein bisschen aufpassen, ne? Überlegst dir, was du tust. Ne? Und es ist so in meinem Kopf geblieben, weil ich habe mich ja auch mit den ganzen Podcasts von dir und so weiter, ne? Also auch da wirklich schlau gemacht und reingelesen, Bücher bestellt, dein Buch bestellt und so weiter. Und dann dachte ich, nee, Carola, du bleibst jetzt mal bei dir. Und dann habe ich ihn angerufen, da habe ich gesagt, du, hör mal zu, ich sag dir für heute ab, weil ich brauche noch ein bisschen Zeit für dich. Und dann sagt er zu mir, okay, Carola, fick dich, aufgelegt. Dann hat er mir eine WhatsApp geschickt und da stand drin, ich habe in den letzten 3 Wochen mit 6 Frauen geschlafen. Eine davon warst du und hat mir noch Bilder von den Frauen angehängt. Wow.
Was hat es mit dir gemacht? Ich war im Schockzustand. Also ich musste erstmal anhalten, es war während dem Autofahren. Ich war im Schockzustand. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe gar keine Worte gehabt für so, wie man so unmenschlich sein kann, auch diese Bilder dazu zu schicken. Und habe ihm dann eine Nachricht noch geschickt, eine Sprachnachricht, wo ich gesagt habe, naja, ich habe mir schon gedacht, aber dass es so massiv ist, ne, hätte ich jetzt nicht, weil es war zu ruhig, es war zu auffällig, ja. Und ja, und dann war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss. Und es war dann, ich habe dann auch blockiert auf alle Kanäle, habe zugemacht alles. Und dann war es auch erstmal ruhig, aber dann ging es halt auch wieder los. Dann kamen Anrufe, ne, komische Nummern, unterdrückte Nummern. Dann über meine Freunde hat er versucht, an mich dranzukommen noch, ne. Und ich konnte auch nicht zu Hause sein allein. Also, mit mir hat es wahnsinnig viel gemacht, weil also es hat sich angefühlt, als wäre jemand gestorben, wirklich in meinem nahen Umfeld, als wäre jemand wirklich tot. Ich habe mich gefühlt wie in Trauer, ne? Und habe dann auch bei meiner Freundin gewohnt eine Woche. Und da kamen dann auch wieder so Anrufe, ne? Wo, ohne Nummer und so, ja. Und dann war eigentlich relativ ruhig. Ich habe mir dann auch sehr schnell professionelle Hilfe geholt, weil ich gemerkt habe, ich komme alleine nicht klar. Sehr Und gut. hatte dann. Ich muss schon überlegen, das war ja dann im März und Anfang April war ich in Urlaub und da ging es mir richtig gut, da war ich am Meer und so, da habe ich schon mal gemerkt, wie die Kraft langsam wieder kommt. Und dann auf einmal, ich war dann noch in diesem sozialen Netzwerk angemeldet, sehe ich auf einmal ein Bild und dann sehe ich da, wie er postet mit einer Frau und dann denke ich, ja, das ist bei dem in der Wohnung. Und dann sehe ich noch die eine Konzertkarte von mir da hängen wieder an der Pinnwand. Und dann hat er zwei Konzertkarten gepostet und hat geschrieben, Save the Date. Es war dann wieder irgend so ein komisches Konzert, wo er dann mit der schon wieder unterwegs war. Und die hat er bei der Arbeit schon kennengelernt. Und der hat er mir sogar erzählt, dass er die kennengelernt hat. Die macht die Bookings da für die Kochs, ne? Also die macht das organisatorisch. Und der hat er mir sogar mal erzählt, ja? Muss man sich mal vorstellen. Ah, das ist ja so ein Mäuschen da so, ne? Also er hat von der schon sogar erzählt in der Beziehung. Und, ja, und dann habe ich dieses Bild gesehen und dann habe ich gedacht, mir zerreißt alles. Dann bin ich auch notfallmäßig wirklich zum Psychologen, weil ich weiß, ich muss mich jetzt einweisen lassen, ich werde verrückt, ich drehe durch, das macht mich so verrückt, ne? Diese Vorstellung, quasi so ausgetauscht zu werden, so dieses ganze Gelaber, ne? Ich will Kinder mit dir, ich will dich heiraten, ich weiß, es geht zwar nicht mehr, aber egal, ne? Also dieses ganze, ne? Dualseelen und dieses ganze, was du da mitgemacht hast und dich aufgeopfert und, ne? Wegen nichts im Prinzip, nur dass du ausgetauscht wirst wie so eine Marionette im Prinzip. Ne? Du bist nicht mehr dienlich, du hast deinen Zweck erfüllt, da ist schon jemand Neues, bei dem kriege ich wieder neue Zufuhr, ich nehme doch lieber die. Das hat mit mir so viel gemacht, also es war ganz schreckliche Zeit und dann dachte ich so, jetzt schreibe ich der und das habe ich gemacht und dann habe ich die angeschrieben. Und da habe ich der, und das, ich habe aber erst geschrieben, nachdem er mich am 11. April, das war Ostermontag, angerufen hat. Unter einer anderen Nummer und ich bin dran. Und da bin ich fast zusammengebrochen am Telefon. Was wollte er denn? Da, naja, er hat gesagt: Ah, hi, ich bin's. Ich so, oh. Und dann sagt er zu mir: Ah, ja, ich wollte mal mit dir reden, weil ich will ja keinen Krieg und ich will ja Frieden mit dir und so weiter. Der wollte mich ja einfach nur warm halten, mehr nicht, ne? Für Notfälle oder irgendwas. Und ich habe den so angeschrien: Was brüllst du denn jetzt so? Beruhig dich doch mal. Ich habe den so angeschrien, habe dann aufgelegt, aber es hat mich so fertig gemacht, dass er, obwohl mit der zusammen ist, und schon postet Sachen mit der, mich noch anruft, dachte ich, okay, Freundchen, das geht nicht. Dann habe ich den Anruf dokumentiert, Screenshots von den ganzen Beleidigungen geschickt, habe der alles geschickt, und habe gesagt, hörst du, ich bin die und die und das ist passiert, pass auf, was du tust. Ne? So. Dann ging es erst richtig los. Weil die hat dann tatsächlich Angst gekriegt, anscheinend. Ja. Dann ruft mich mein Bruder an, da war ich auch wieder auf dem Seminar. Und dann sehe ich 30 Anrufe in Abwesenheit, ne? Fremde Nummern und so weiter. Und bei einer bin ich mal dran gegangen, da war das auch wieder ein Freund von ihm. Freund von ihm. Der hat gesagt, du, der Björn versucht dich zu erreichen, ruf den mal bitte schnell an. Ne? Sag ich, aha. Der hat jetzt von der neuen, von der Next quasi erfahren, ah, ne? Da ist jemand, oh Okay. Gott. Ne? So. Und ja, und dann hat er meinen Bruder angerufen. Dann ruft mein Bruder an, sagt, Carola, ist bei euch alles in Ordnung? Und sage ich, ja, wieso? Naja, der Björn hat bei mir angerufen und hat gesagt, du, deine Schwester,
Die hat jetzt meiner neuen Freundin, ich habe da jemand, das ist noch nicht richtig spruchreich, aber jetzt hat die der Chats geschickt und Nachrichten geschickt. Jetzt hat die hat zwei Kinder, jetzt hat die Angst bekommen. Ne? Was soll denn das? Red mal mit deiner Schwester. Ne? Also da hat er mir dann massiv Druck gemacht und irgendwann hat er dann auch wieder ohne Nummer angerufen und da war ich bei meiner Freundin, weil ich habe bei meiner Freundin gewohnt, weil ich konnte nicht allein zu Hause Ja. sein. Und dann ist sie dran und haben mal Lautsprecher gemacht und dann auf einmal hast du gehört, hinten atmen und dann sagt der Carola, ich habe schon seit einer Woche nicht geschlafen. Daran bist du schuld. Weil die Nächste natürlich jetzt gesagt hat, oh, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, die beiden sind zusammengekommen, ja, waren dann jetzt wohl auch zusammen. Und gerade letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich gesehen auf diesem sozialen Netzwerk, dass sie nicht mehr zusammen sind. Also es war schon öfter mal so on-off. Also Freunde von mir schicken mir da erstmal ein Bild, sagen, guck mal, ne? Da wieder on-off, ne? Single und bla bla, ne? Dann verlobt und was weiß ich alles. Ne? Also nach 3 Monaten waren sie schon verlobt und alles. Und jetzt gerade, ich glaube vor 10 Tagen war es, kriege ich tatsächlich eine Freundschaftsanfrage von ihm. Ja, weil sie jetzt anscheinend definitiv getrennt sind. Genau, und es ist viel leichter, ein altes Opfer wieder aufzuwärmen, als ein neues zu bekommen. Und den Versuch startet er jetzt mal. Aber ich denke, du bist da raus. Du wirst nicht mit ihm in eine 500. Runde gehen. Du bist einen großen Rucksack an Erfahrungen reicher und einer Louis Vuitton-Tasche reicher geworden in dieser Beziehung. Ja. Aber zu der Tasche gibt es auch eine lustige Anekdote, weil es war ja so, ich musste ja nochmal hin. Also ich bin ja dann schlagartig, als er mich da gepackt hat, bin ich ja weg. Und dann hat er gesagt, du kommst am Samstag deine Sachen holen, und zwar alle. Und dann bin ich dorthin, dann hat er mir alles in Müllsäcke gepackt, alles, ne? Und ja, und dann hat er gesagt, du bringst aber meine Sachen mit. Und er hat ja nicht viel gehabt, weil wir waren nie hier. Das waren 3, 4 Sachen. Und dann hat er da drin rumgewühlt, ganz hektisch, sagt er, wo ist denn die Tasche? Und ich so, was für eine Tasche? Naja, die Louis, die ich dir geschenkt habe, sage ich, aber das war doch Geschenk. Naja, aber weißt du, wenn du ein bisschen Anstand hättest, hättest du die zurückgegeben. Sie ist als Schmerzensgeld, hättest du antworten Ja, sollen. Also genau. die ist noch in deinem Bestand, ja? Die gibt es noch, ja, die gibt es Sehr gut. tatsächlich noch, Die ja. hast du dir schmerzvoll verdient, finde ich. Absolut, ja. Also, Was ich für meine, eine Geschichte. Was für also, eine. ich muss ja im Nachgang sagen, ich sitze jetzt hier und lache, aber ganz ehrlich, es ist nach wie vor, ich habe mir das jetzt auch, ich habe so Shitlist gemacht, ich habe ja auch mit dir ein Coaching gehabt, du hast mir auch hilfreiche Tipps gegeben, aber im Nachgang muss ich sagen, es macht was mit dir, es verändert dein Leben für immer. Also, meins hat es definitiv für immer verändert. Teils positiv, teilweise aber auch, wo ich merke, ich bin noch lange nicht so weit, ich falle immer noch auf toxische Menschen rein, die mich begegnen, also die mir begegnen, ich ziehe die auch immer noch an, ja. Also es war sehr, sehr schmerzhaft und es ist auch immer noch schmerzhaft. Also ich kann es nicht leugnen. Und als diese Freundschaftsanfrage war, hat es natürlich mit mir erstmal einen Ruck gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das tut einfach weh. Der Ne? Körper erinnert sich, ne? Der erinnert Genau. sich an das, was ausgeschüttet wurde, immer wenn er geschrieben hat. Und auch wenn man 2 Jahre dazwischen Funkstille war oder manchmal auch 10, ne, dockt das genau an der gleichen Adrenalinausschüttung wieder an, wie du damals in der emotionalen Abhängigkeit und in der Sucht ausgeschüttet hast, ja. Exakt, genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt über ihn hinweg. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe das alles, meine Themen aufgearbeitet. Da muss ich noch an mir arbeiten, definitiv. Ich bin allerdings, und das ist ein großes Geschenk, ich bin so bewusst geworden, das war ich vorher nicht. Ich war vorher unbewusst. Ich war naiv, sehr naiv und sehr unbewusst. Ich bin immer noch naiv, das will ich mir auch bewahren, weil ich bin ein guter Mensch, ne? Also habe ja auch nichts falsch gemacht, ja. Und im Prinzip, das bewahre ich mir auch, meine Naivität und mein Glaube auch an das Gute in den Menschen. Allerdings bin ich sehr bewusst. Das bedeutet, ich erkenne diese toxischen Menschen viel, viel früher. Ich höre, was sie sagen. Das ist ganz wichtig. Man muss hören, was sie sagen. Er hat zu mir gesagt, zweimal, ganz am Anfang, halt dich von mir fern, ich bin ein böser Mensch. Und das hat von vornherein gestimmt. Und ich habe nicht drauf gehört. Ist das, hast du diesem kleinen Schlusswort noch was hinzuzufügen, ne? Weil das ist ja schon fast das Statement, um das ich meine Gäste immer bitte zum Schluss, was du eben den Hörerinnen und Hörern aus deiner Erfahrung jetzt aus dieser Geschichte mitgeben kannst. Zum einen nehme ich mit, hör gut zu, was er sagt, und zum anderen. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Und vor allem,
ladet euch keine Schuld auf, weil ihr seid nicht dran schuld. Ihr habt einfach einen falschen Menschen in eurem Leben gehabt. Ja, und das ist wichtig, dass ihr nicht das Schuldthema aufmacht, sondern ihr könnt nichts dafür. Das sind einfach manipulative Techniken. Und wenn man das mal von der anderen Ebene beobachtet, ne, dann kann man das auch gut erkennen später. Und vor allem, was ich euch auch sagen möchte, macht es nicht alleine, weil es ist sauschwer alleine. Das werdet ihr nicht schaffen. Das werdet ihr nicht schaffen. Holt euch professionelle Hilfe, entweder hier oder sonst wo oder beim Arzt, Psychotherapie, macht irgendwas, weil alleine ist es nicht zu schaffen. Es ist einfach so. Die Abhängigkeit ist so stark, das schaffst du alleine. Auch nicht mit Freunden. Ich habe Gott sei Dank viele Leute, die mich sehr gut unterstützt haben, aber das schaffst du nicht alleine. Ne? Man braucht Hilfe, aber der letzte Weg ist natürlich alleine. Ne? Also. Ja klar, dann bist du ja auch stark genug, ne, um dann wieder alleine für dich kämpfen zu können. Aber ich gebe Genau. dir absolut recht, auch ich hätte das damals ohne Hilfe nicht geschafft und sehe das auch heute, ne, weil, also ich habe damals aus meiner Erfahrung mitgenommen, es geht leichter mit Hilfe und Unterstützung. Und wir müssen ja nicht diesen leidens- und schmerzvollsten Weg sowieso noch gehen, obwohl wir ja mit unseren Kräften schon komplett am Ende sind. Und wenn jemand da ist, der sich auskennt, der dir sagt, mach nicht diese Fehler, es liegt nicht an dir, ne, der die ganze Manipulationstaktiken erklärt, dann wirst du viel schneller sehender und bewusster wie du, um dann leichter den, leicht ist immer noch übertrieben, ne, aber um, Schwer, natürlich, ja, klar, den Ausdruck klar. zu schaffen. Also ich habe ja erzählt, ich sehe immer noch toxische Menschen an. Ich hatte eine krasse Begegnung, die auch mit ihm zusammenhängt, wo ich gedacht habe, das kann kein Zufall sein. Ich habe jemand gesehen, ich habe den Mann gesehen und dachte mir, wow, was ist das denn für eine Energie? Ich spüre gerade alles Mögliche, Trauerschmerz, aber auch eine wahnsinnige Wärme. Und es war nur dieser eine Tisch frei, es war ein Stehtisch. Und ich war mit ein paar Leuten dort. Und dann habe ich gesagt, kann ich mich dazustellen? Naja, dann haben wir uns dazugestellt und wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Meine Freundin sagt, Alter, der ist ja total kaputt, der Typ, aber der hat ein großes Herz, ne? Ich habe das sofort gespürt. Wir haben dann Telefonnummern ausgetauscht. Ich bin dann wieder mal in Urlaub gewesen. Und im Urlaub haben wir geschrieben, wir haben einmal telefoniert. Das war auch sehr wertschätzend, das war auch nicht aufdringlich, gar nichts. Dann haben wir uns wieder getroffen und war der wieder in so einem schrecklichen Zustand, also Alkohol, Tabletten. Und dann fängt er an, von seiner Beziehung, von seiner letzten zu erzählen, dass es ganz frisch fertig ist, erst vor ein paar Wochen und so weiter. Und während dem Erzählen denke ich, okay, der erzählt gerade meine Geschichte, als ich klein war. Also das war mal das erste Gruselige. Also seine Ex quasi war meine Mutter und ich war das Kind von dieser Ex. Kannst du dir nicht ausdenken? Der hat mir komplett mein Leben gespiegelt und jetzt kommt's. Und dann sagt er, naja, und dann ist sie aus dem Fenster gesprungen. Die ist aus dem dritten, vierten Stock gesprungen. Der war dabei. Und das Kind war auch dabei. Und dann lag die im Krankenhaus. Und dann hat sie gesagt, so, stell dir vor, ich habe alles organisiert. Ich habe geguckt, dass das Kind in der Betreuung kommt. Ich habe alles organisiert. Ich habe der Klamotten ins Krankenhaus gebracht und so weiter. Und da ging es auch um Betrug. Die hat ihn betrogen, belogen mit anderen Männern. Ne? Also ich will gar nicht drauf eingehen. Also es ist ganz schrecklich, schrecklich, schrecklicher geht es gar nicht mehr. Alkohol, Drogen, alles. Und dann telefoniert die mit dem Pirn und ich so, Moment mal, den Namen habe ich doch eben schon mal gehört. Was für einen meinst denn du? Ah, der Kaputte aus Speyer. Dann war das mein Ex, der mit seiner Ex was hatte. Und dann ruft er die an, als die im Krankenhaus liegt, als die aus dem Stock, aus dem vierten Stock oder was gesprungen ist, mit 17 Knochenbrüchen überlebt hat, ruft der die an. Und sagt zu ihr, er steht jetzt gerade auf der Brücke, er springt jetzt. Stell dir das mal vor, kannst du es glauben? Unfassbar. Diese Verstrickungen. Ja. Ich Boah, habe. das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Also, das ist ja Ey, hart. da waren 300 Leute auf dieser Veranstaltung und den, genau diesen einen Typen treffe ich, wir ziehen uns an und dann kommt so eine Geschichte dabei raus. Ich hab mich fast übergeben müssen, als ich das gehört habe. Ne? Diese Zusammenhänge dann. Ne? Also Traumabonding auch. Ne? Das ist irgendwie dieser Zug. Spannend, 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 welche Leute deine Wege Ja. kreuzen, ne? Und wie dann doch wieder irgendwie scheinbar alles zufällig, aber geplant zusammenspielt. Und ja, du eigentlich, und das erlebe ich sehr, sehr häufig in meinen Coachings auch und auch in meiner eigenen Geschichte,
Wir kriegen im Laufe unseres Lebens noch mehrfach die Bestätigung, dass wir uns richtig entschieden haben und alles richtig gemacht haben. Und das war für dich ja dann auch einfach nochmal absolut, Absolut, ja, wie absolut. Also. seine Spielchen sind und wie gestört und krank er einfach ist. Ja. Wow, Carola, gut, dass du den Schritt daraus geschafft hast. Vielen, vielen Dank, deine Geschichte ist so fesselnd. Wir haben jetzt so einen richtig langen Podcast gemacht, Ja. sehr wertvoll. Und wie gesagt, man kann so viel lernen, alles über eine typisch klassische, narzisstisch-toxische Beziehung hast du erlebt und durchgemacht und alle Red Flags hier genannt. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr bereichernden Podcast. Und damit trägst du selbst einen großen Anteil an der Aufklärung da draußen bei, indem du mein Gast warst. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir auch, liebe Katja, für deinen Support. Hast du toll gemacht. Und ja, dass ich deine Unterstützung hatte und auch dein Podcast, das bereichert wirklich auch die Community, weil wir müssen einfach uns aufklären. Das ist ganz wichtig. Da gebe ich dir absolut recht. Vielen lieben Dank.